Hey Leute, ich werde heute das erste Mal Natto essen und das soll ziemlich eklig sein. Für alle, die nicht wissen, was Natto ist, Natto sind mehr oder weniger fermentierte bzw. gegorene Sojabohnen. Und ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, googelt das am besten einfach mal. Es gibt viele Leute, die Natto ziemlich eklig finden, aber es gibt auch viele Leute, die das ganz okay finden und wir werden heute rausfinden, zu welcher dieser Sorte von Leuten ich gehöre. Yay! Eine Freundin von mir bringt mir das Natto vorbei und dann geht's gleich los. Komm. Hi, das ist Anse. Das ist Natto. German, so Okay, nani suru? Sore wa maza kono sore wo toru. そう、今はそれを。あ、それ辛いやつ。辛い。マスター。多分、後で。なんで？まずいから。マスターじゃない。ありがとう。たくさん。たくさん。匂いは大丈夫。本当？これくらいでいいかも。いい？いい。OK。そう。納豆とご飯一緒に。OK。それだけで食べてもいいよ。でも、匂いは大丈夫。みんなは。OK。I'm too stupid. ドバッとかけて食べてみた。もっといっぱいかけて。全部。今納豆チャレンジ中です。でも大丈夫。どうしたの？ Like rabbit poo. Yeah, kind of. マスタードも、マスタードが好きじゃないのか。あ、好きじゃないの。The only thing I don't like is this. ちょっと邪魔ね。それちょっと箸で取るの結構難しい。ね、すごいよね。私これスプーンで食べるもん。私もね。日本に来た前に私は家で全部箸で食べてみた。全部ドイツの食べ物も。わお。いいね。ねえ、焼肉弁当だよ。待って。ずるい。いや、大変じゃない？納豆食べる。あ、大丈夫？すごい。いつだった？美味しくない、でもまずくない。まずくない？大丈夫。ありがとう。でも美味しくないからわざわざ買わないでしょ、自分で。わざわざ？わざわざ。自分で買おうと思って買わない。わかんない。そう、いくらですか？90円、100円くらい。
この3つで90円から100円。9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 0全部食べた。頑張りました。おいしくなかった。でもまずくなかった。でも今、まあ、おにぎりしか変じな味が、変な味する。もう一回食べたいって思う。そうだ、もう一個食べたら味が変わるかも。バカ。多分ドキドキももう一回食べる。でも今は大丈夫。今。Ja, also es tut mir leid, dass das Video eigentlich relativ unspektakulär ist, weil mir das Natto jetzt gar nicht so schlecht geschmeckt hat. Also es ist echt nicht mega mega lecker. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man es nicht essen kann. Und deswegen, wenn ihr mal in Japan seid, empfehle ich euch, es einfach mal zu probieren. Es ist jetzt echt nichts super Leckeres, aber es soll halt sehr, sehr gesund sein. Deswegen ausprobieren, schadet nicht. Und ja, also ich fand es gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal essen, aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht mein Lieblingsessen oder so. Das Ding ist, mit der Zeit, je mehr man davon isst, desto seltsamer wird der Geschmack. Also am Anfang ist es noch okay und dann wird es immer komischer und komischer und komischer und dann ist man froh, dass es eigentlich vorbei ist. Und ich habe danach dann noch ein bisschen was anderes gegessen, weil ich glaube, sonst hätte ich die ganze Zeit diesen ekligen Geschmack im Mund gehabt und naja. Yay! Und dann bis zum nächsten Mal. Es geht übrigens bald nach Tokio. Woo!